Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Unstable 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich sehr. Sonst wäre es ja langweilig, wenn ich nur für mich aufnehmen würde. Ja, wir waren ja das letzte Mal dabei herauszufinden, dass der Harvester plötzlich eine riesengroße Range hat, das mich ein wenig überrascht hat, aber was gut ist. Und wir möchten das jetzt auch ein bisschen zu unserem Vorteil nutzen. Wir werden jetzt mal wieder wild die Scheiße in unser Lager befördern und später darüber aufregen, dass wir das getan haben. Fluchen und dann Rage Quit machen. Das ist so, ja. Das habe ich mir so vorgestellt für die Folge, ne? Kennt ihr ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal 12 Rubber Siblings. Rubber Siblings platzieren wir hier. Ich hatte noch eine Pickaxe, oder? Ja. Das ist hier. Schön, dass ich mir genau das rausschmeiße, was ich noch brauche. Ah, egal. Pickaxe. Genau, da muss noch ein Dirt hinein. Sonst wächst da nichts. Der Rubber steht, okay. So. Ist denn da die Standard-Range davon? So, Sludge hat er jetzt eine ganze Menge. Die Frage, wenn er voll ist, ob er dann noch weiter erntet oder ob er dann stehen bleibt. Und das ist genau die Frage, die ich aktuell nicht beantworten kann und was mich jetzt interessiert. So, in der Nacht wächst aber nichts, also legen wir uns mal schnell aufs Öhrchen und hoffen, dass Schnauze oder Purple mitmachen. Denn wir sind ja schon zu dritt. Hallo. Na? 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 Perfekt. Danke, Schnauze. Dann können wir jetzt mal gucken, dass wir vielleicht noch irgendwo Bone Meal haben. Ich glaube aber nein. Das ist alles Salz. Wenn ich halt auf 5 verschiedene Häufchen, 6 verschiedene Häufchen Salz habe, das ist echt ziemlich. Da ist doch in jeder Kiste irgendwo ein bisschen was drin, oder? Ah. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Okay. Gut, du bist mit Sicherheit abgeerntet. Au! Hey! Ist Tag, du bist friedlich! Hat's noch keiner erzählt? Du darfst deine Aggressionen nicht an den Mann bringen. Ist asozial. Warum habe ich jetzt eigentlich 2 Stacks Rubber Savings drin gehabt? Warum? So. Zack! Ist hier noch wirklich ein Planter, toll. Hat aber ein bisschen Arsch, den anzuschließen. Ich weiß nämlich nicht, wie ich damit unter die Erde kommen soll. Müsste ich nämlich eigentlich irgendwie... Kann ich so einen Wire-Connector einfach irgendwo hinbatzen, wo es mir gefällt? Und dann weiter verbinden? Ja. Okay, dann ist es ganz einfach. Würde ich es aber ganz gerne testen wollen. Also da haben wir jetzt 16.000 drauf. Dann entfernen wir das da mal. Kabel ich wieder bekommen, ne? 4, ich denke schon. Wenn ich jetzt also den da nach da und nach doppla nach da verbinde. Mit diesem Kabel hier. So. Müsste der hier weiter den Strom beziehen, ne? Okay, den Baum da hinten lässt er unberührt. Komm schon, kann man schon mal irgendwas wachsen. Ich denke aber schon, ich glaube, der verbraucht die ganze Zeit Strom, oder?
Ich lasse es jetzt einfach mal kurz so. Ich muss ja die Sachen jetzt nicht unbedingt gleich abbauen. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Aber ich bin mir eigentlich schon relativ sicher. Warum soll das nicht funktionieren? Das ganze Ding hält hier nur das Kabel und kümmert sich ja nicht um irgendwie ja, weiteres Vorgehen. Ja. Dann haben wir jetzt schon mal jede Menge an Rubber und an Holz. Perfekt. Was hat er denn der Planter gebraucht, was mich so ein wenig in die Bredouille gebracht hat? Das nicht, das nicht, das nicht, das auch nicht. Müssen wir doch eigentlich schon bauen können. Dann schließen wir das Ganze ein bisschen mit Pipes an. Was echt scheiße wird, wird die Sortierung. Dafür bräuchte ich Dia-Pipes. Für eine Dia-Pipe brauche ich zwei Dias und ich glaube, ich habe einen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob mir das unbedingt wert ist oder ob ich den Planter... Ich habe sechs sogar. Oder ob ich den Planter schlicht und ergreifend die Sachen ins Inventar lege und wenn er leer ist, ist er leer und gut ist. Dafür müsste ich aber auch wissen, wo das Zentrum seiner Abbaumöglichkeiten liegt. Hier, oder ist es vielleicht... Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, aber der hinten abgebaut ist, ist immer noch deutlich mehr als dieses 3x3, was ich im Kopf habe. Das Ding verwirrt mich. Schon die ganze Zeit. Und es macht ihm offensichtlich Spaß. Steht beim Harvester vielleicht ein Standard Harvester, ein Standardwert dabei. Power Usage per Work. Mein Factory Reloaded, ne, das bringt nix. Damit. Der hätte wachsen sollen. Dann wären es nämlich vier in diese Richtung schon mal. Oder pfeift doch, ich lasse es mit dem Planter erstmal. Funktioniert hier so auch alles bestens. Ich habe genug Holz und das bisschen anpflanzen kann ich zwischendurch mal selber machen. Ich habe eh keinen Chunkloader. Durch den fehlenden Chunkloader bringt mir das nichts, wenn die Farm da nonstop läuft. Da muss ich schon noch ein ganzes Stück weiterkommen, dass wir dann den eigentlichen Sinn des Dings wirklich ausnutzen können, nämlich dass wir nonstop Energie und Zeug produzieren, um das dann zu speichern in großen Energiezellen oder irgendwas. Das Ganze ist momentan ganz einfach nicht gegeben. Dann würde ich nämlich ganz gerne einen Recycler bauen und die ersten schönen Losboxen mit zusammenbauen, diese Scrapboxes. Das ist eigentlich so der Sinn dieser Anlage. Holz und Scrapboxen und natürlich Energie. Weil mit den Pipes kann ich ja da ganz einfach nach oben dann das Ganze führen. Okay, jetzt lass mich mal überlegen. Wir haben jetzt die Baumfarm aktiv. Was kostet mich ein Recycler? EU. Combined Recycler, okay. Und ein Kompressor, Basic Machine Casing und Circuit. Okay, dafür brauche ich diesen blöden Hammer. Den Cutter. Dafür brauche ich den Forge Hammer. Kann ich das Ding, was ich da hinten mir fehlerhafterweise zusammengebaut habe, auseinandernehmen? Das hatte ich jetzt noch nicht geguckt. Wo ist denn jetzt das Teil? Da. Das Basic Machine Casing besteht ja aus diesen Dingern. Na gut, ich krieg zumindest die 8 Iron Ingots raus. Okay, dann müssen wir uns diesen blöden Hammer bauen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das Ding liefert der RF. Wie ich von RF auf EU rumkomme.
So, wenn wir schon den Suchti dabei haben, fragen wir den Suchti auch gleich. Ich habe jetzt eigentlich einen ganzen... Meier? Das einfache Kopperding? Das wäre ja mal Deluxe, wäre das. Cool. Danke. So, dann können wir nämlich den Recycler auch schon anschließen. Dann baue ich den jetzt doch die Folge fertig. Das müssten wir zustande kriegen. Fuck, ich habe kein Glowstone. Kein Bock in die Nähte da irgendwie zu latschen, deshalb. Sowieso schon abgefahren, der erste Teil. So, jetzt bauen wir hier erst einmal die Platten draus. Dann... Dann werde ich jetzt mal Eisen. Das ging ja so, diese Schiers, ne? Das recht im Kopf hab. Genau. Dann nehmen wir den Kopper. Direkt geht's ja noch nicht, ne? Nein, nach wie vor nicht. Dann das da. Und das da. Ich habe keine Bitchkiste. Wo ist die Bitchkiste? Wo ist die Bitchkiste? Wo ist die Bitchkiste? Sind hier noch welche? Nope. Sind... Nö. Okay. Dann. Schnauze. Alter, es leckt schon wieder irgendwie die Sau. Ich hab ein Déjà-vu irgendwie. Und ein ME und was weiß ich und hast du nicht gesehen? Der Junge hat zu viel Zeit. Unglaublich. Meinst du, ist er runter oder was? Au! Schmerz! Du hast da ein Netz im Gesicht. Ja, Pattern Crafting. Ist okay. Glowstone. Perfekt. Alter. Alter. Oh, das kenne ich. So, wo war denn jetzt hier Sbuffen? Sbuffen ist gut. Ah, wieder Frames im Spiel. Kaum ist man aus der Suchtbude raus. Also, wir gehen zu uns. Landet wieder mitten auf dem Feld. Ach, doch nicht mehr. Landet im Wasserrad. Das ist auch gesund. Und, ja, wir haben ja nicht allen Rubber zu Plastik gemacht, zum Glück. Wir brauchen jetzt 6 von diesen Kabeln, das heißt, wir müssen noch 5. Wir haben nur noch 3. Wo haben wir denn noch? Haben wir denn noch? Hatte doch noch. Bin mir sicher, dass ich noch hatte. Ihr wisst doch auch, ich hatte es noch, oder? Ja, da habe ich doch. So, dann machen wir jetzt noch ein paar. So, das Eisen, das wandeln wir auch gleich um.
So, 15 Minuten. Komm, den Recycler bauen wir noch. Hatte ich noch 3 oder hatte ich noch 2? Wandel jetzt hier mal komplett um. Also, zack, 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 zack. Daraus kriege ich 2, 2, 4, 6 Stück. Dann das da. Dann haben wir jetzt 6 Stück. Die Rubber Bars hatten wir da drüben in irgendeiner Kiste. Das ist die da hier, okay. Dann bauen wir uns das da und das da zusammen. Dann haben wir 6 Kabel. Ich brauche dann 2 Stück und eine Iron Plate. Also so und so und so. Und so. Dann haben wir das Ding fertig. Dann brauche ich hierfür 6 Stone und ein Basic Machine Casing. Das heißt, das ist ja völlig für den Arsch, dass wir es gerade eben umgewandelt haben. So. Davon brauche ich 8. Und ein bisschen Stein. Der da oben ist ja schon fertig, ne? Stein brauche ich 6 Stück, dann bauen wir nochmal 2. Aber ich glaube, ich habe noch irgendwo Stein rumliegen gehabt, oder? Naja, komm, bis ich das jetzt gefunden habe. Den Gravel. Stone, 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 Stone. Nö. Oder das da war da doch, oder? Hier ist es Clay. Ah! Und dann bauen wir noch 3 Dirt im Anschluss. Das weiß ich noch. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das ist das Eisen, das sind die. Jo. Da. Komm her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zip. Und. Zip. Okay, dann brauche ich noch die 6 Steine. Die sind jetzt auch fertig. Dann müsste ich den Kompressor schon mal bauen können. Wunderbar. Und den müsste ich auch bauen. Nein, den kann ich nicht bauen. Fehlt mir denn? Doch alles. Ach nee, Eisen fehlt. So. 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 Kompressor, Eisen, Erde, Glowstone. Kompressor, Erde, Eisen, Glowstone. Arsch mich halt. Okay, dann haben wir hier den Recycler. Stelle ich den denn jetzt hin? Am schönsten. Können wir euch da noch hinpatzen. Dann Connector. Ups, Connect. Damn. Brauche ich dieses Abbautool. Das Ding wird am Arsch. Die Wrench brauche ich dafür. Nur welche war denn das jetzt? Buildcraft, Ender, Forestry, Industry. Die da ist es. Bronze. Geht aus. Das verarschen. Bronze ging eigentlich aus Zinn und Kupfer. Im Normalfall. Schön primitiv hier, oder? Bäh. So, Zinn, 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 Zinn. Zinn, 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 Zinn. Oh Mann, ich habe jetzt keinen Bock, den Recycler zu verlieren. Das ist schon die hier, ne? Ja, das ist, da haben wir es doch. Copper Dust und Tin Dust. Dann kriegen wir 4 Stück raus. Das heißt, wir müssen es 2-mal machen. Okay, also Tin. Haben wir hier und hier und da
Okay, und Kupfer. Haben wir auch noch ein bisschen Tin. Okay, das sollte ich jetzt aber nicht gleich verbraten. Haben wir noch irgendwo ein bisschen Erz davon? Doch, da. Okay, jetzt haben wir es schon in die Sackmill. Mischen das durch, bauen es noch fertig. Das will ich jetzt noch schaffen hier. Copperdust habe ich ja gar keine mehr sonst, ne? Ne, das sind schon alles die festen Teile. Okay, wir brauchen das zweimal, also brauchen wir 6 Stück. Das heißt, das Ding muss dreimal laufen. Oh, da gibt es ja Gold raus. Cool. Zwei, drei. Ich habe jetzt 8 rausbekommen. Und dann noch Zinn. Das muss nur einmal laufen. Ich werde es aber gleich hier alles machen lassen, dann habe ich schon mal alles. Okidau. Dann wird es jetzt hier zusammengemischt mit Zinn und Kupfer. Kriegen wir jetzt 8-mal Bronze raus. 8-mal Bronze wird hier zum Teil eingeschmolzen und da zum Teil eingeschmolzen. Da müssen wir jetzt kurz warten. Ich glaube, dass dieser Heater das ganze Ding schneller macht, oder? Irgendwie so ein Gefühl. Und dann würde ich sagen, dass wir den einfach dahin stellen, oder? Hier so? Das ist doch schön. Da. Einmal dich. Einmal dich. So. Zip, 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 zip. Dann haben wir schon mal die entsprechende Wrench. Bitte noch Recycler. Ich hasse dich, Spiel. Ah! Ach ja, ich kläre das mal und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder, wenn wir wieder einen funktionierenden Recycler haben. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Ciao.